Recording in progress. Nee, wenn der Florian dabei ist, dann mache ich nicht mit. Okay, Das alles hast du klar. mir nicht gesagt. Das hast du mir. Der will spontan dabei sein, hat er gesagt. Wir haben jetzt Wir gerade, haben danach noch was. wir haben gleich Ist er noch eh was, da? deswegen bin ich jetzt einfach da, Ralf. Wo bist du denn? Bist Sehe du dich denn? nicht. Da ist er ja. Da ist er ja. Tach! Ich dachte, das wird. Wir wissen auch noch gar nicht, was wir vorhaben. Also wir haben auch hier Solar auf dem Dach, was gerade installiert wird. Es kann sein, dass sie zwischendurch mal hämmern. Aber das ist bei dir, glaube ich, kein Ich habe Problem. einen großen Freestyle. Lärmpegel. Aber ich dachte, wenn Ralf Schmidt kommt, dann setze ich mich hier ans Klavier. Echt, spielst du mit Klavier? Du bist der einzige Interviewgast, der ein Klavier kriegt hier. Ja, siehst du? Du Oh, bist was das ist ja. Besonderes. Du bist was Danke für die Besonderes. Ehre, ihr Süßen. Gell? Mensch, Ralf, willkommen. Sehr schön, dass du da bist. Es freut uns, mich sowieso und den Flori natürlich auch Ja. total. Sag doch mal als erstes, wer du eigentlich bist und was hast du mit Humor zu tun? Das ist immer die erste Frage, die ich stelle. Starten wir schon? Wer Sind wir schon bist in der du, ja? Aber wer Aufnahme? bist du eigentlich? Ja. Sag mal. Ich bin echt schon in der Aufnahme. Ich dachte, das wird so ein Ja. Vorgeplänkel so. Nee, 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 bei uns geht es immer gleich los, Nee. wie im Coaching. Ansonsten lese ich vor, was im Netz über dich steht. Fuck ChatGPT, da habe ich mich gesucht, da finde ich mich nicht. Du bist halt doch noch nicht so bekannt, wie du denkst. Nee, ich bin voll unbekannt. Und du hast Sonne im Gesicht. Ja, du bist voll Ja, ich unbekannt. sitze hier, ich habe hier, ich muss immer so gucken, dass dieser Balken hier neben mir ist. Ich kriege Okay. auch bald Solar aufs Dach. Sehr gut. Wir sind Hoffe gerade, ich. ja, wir sind gerade mittendrin. Aber sie sind jetzt schon eine Weile ruhig. Ich hoffe, es hält sich, dann hört man sie nicht. Aber wer bist du denn? Also ich kenne dich. Ralf. Wer, ja, und was machst du Ja. so? Du bist Ralf Schmidt. Ich mag schon, Und ich bin mit Florian du? Schwarz und Charlotte Cordes im Interview und es ist nicht so wie im Du typischen bist voll Podcast, erst so ein blockiert. Vorgeplänkel, Nee, überhaupt sondern. nicht. Nee, es geht gleich los. Sondern man kriegt gleich, es geht gleich los. Ich bin Ja, Ralf, ich bin ja. eingeladen worden. Ich weiß auch nicht warum. Also ich weiß es nicht, warum mich Charlotte und Flo eingeladen haben. Ja, Wahrscheinlich haben weißt sie du keinen gar mehr nicht. gekriegt und jetzt mich Ja, genommen. das war Mitleid. Wir haben gedacht, wenn wir haben jetzt, also Ja. irgendwie sind die ganzen Berühmtheiten haben wir jetzt schon und der Ralf hat keine Freunde und den nehmen wir jetzt. Ja, und den nehmen wir Das jetzt. war so die Idee eigentlich. Jetzt weiß es. Nein, es geht ja um Humor. Also Ja. ich interviewe ja immer Ich Leute habe zum Thema sogar Humor. schon mein Humor-T-Shirt an. Oh, Seht ihr das? siehst du mal, genau. Mega, Humör. Geil, Humor. Perfekt, Charles, passt Das wunderbar. ist ja lustig, Was Ralf. machst du denn mit Humor, Ralf? Du bist ja, also ich meine, wie gesagt, Darf ich mal liest es vorlesen? vor, der Flori sagt es dir, Ralf was du Schmidt, machst. Moderator, Autor und Speaker, ist der Change-Mindset-Experte, wenn es um die humoristische Sichtweise auf Veränderung geht. Also ich meine, das ist ja schon, Das ist doch genau, also perfekt. du bist der Humorexperte bei Veränderung. Ich meine, wir arbeiten mit Humor im Coaching. Du arbeitest mit Humor bei Veränderung. Wo? Auf der Bühne? Im Ja, Theater? also es gibt zwei Humorwelten bei mir. Das eine ist, Mhm. privat bin ich null lustig, findet mich meine Frau und meine Kollegen auch ganz oft ganz schrecklich. Okay, Und auf der warum? Bühne bin Warum? ich, also, weil ich glaube ich gar nicht so, ich glaube, ich bin so gelernt auf der Bühne echt gut humorvoll. Da bin ich, glaube ich, ganz, ganz witzig. Aber privat bin ich, glaube ich, so wie viele lustige mögliche Menschen vielleicht Also manchmal. du bist privat, bist du ein richtiges Arschloch. Nee. Nee. Das ist jetzt, nee, da gehe ich nicht mit rein. Nee, Nee, da, ich bin nee. nur nicht, ich Der bin nur ist einfach nicht nicht immer lustig. lustig. Einfach nicht lustig. Nee, und da Aber bin ich auch manchmal sehr verkrampft. okay, das heißt, wenn dich dann jemand sagt, Ralf, du bist doch sonst immer so lustig, mach doch mal was Lustiges. Das kommt bestimmt, oder? Ja, Privat. meine Frau macht das, sagt das manchmal. Die sagt dann immer, oder meine Arbeitskollegen und Kolleginnen, die sagen, auf der Bühne bist du echt immer witzig, aber privat bist du manchmal so anstrengend. Deswegen bist du auf der Bühne. Du bist ja auch wahrscheinlich sehr Ja. viel auf der Bühne. Und Ja. was ist für dich auf der Bühne? Was machst du auf der Bühne? Was ist da für dich Humor? Jetzt kommen wir zu der Frage, die ich vor 3 Minuten Ja. gestellt habe. Also, Ja. ich habe mehrere Sachen. Das eine ist, ihr Lieben, ich habe eine Firma, die Impulspiloten, zusammen mit meiner Kollegin Vaja Wieser-Weber, wo wir die geschäftsführende Gesellschafter sind. Dann habe ich Bücher geschrieben zum Thema Flexibilität. Dann moderiere ich Veranstaltungen. Und dann mache ich die Impro-Tales. Und daher kenne ich den wunderbaren Florian. Und ich glaube, wir haben uns auch zum ersten Mal Warst so du mal im ungefähr. Impro-Hotel mit dabei? Nein, leider nicht. Also ich habe Ja, es deswegen sehr irgendwie. lustig, sehr Ja, humorvoll. ich würde gerne mal hin, aber Und ich da habe. ist Ralf auch lustig im Impro-Hotel Da ist er dann tatsächlich. lustig. Ja. Da ist er dann, Also nicht so wie jetzt, eher meinst nicht so wie du? jetzt, sondern da ist er wirklich lustig. Das ist echt Da ist er lustig. dann richtig Ja, lustig. so mit Ich habe Karaoke gehört, und du bist dann auch Schaukampf. manchmal Einhorn und so. Also der Flori Ja. berichtet mir immer ausführlich, Ja. was so los ist. Genau. Die machst du auch schon lange, diese Impro-Hotels, gell? Die Impro-Tales gibt es schon 20 Jahre, die gibt es schon richtig lange. Damit haben wir 2003 angefangen. Und die sind lustig. Also die sind wirklich lustig.
Ich weiß nämlich, ich glaube, ich kenne dich nämlich noch länger, weil ich glaube, dass du hast Du ja. kennst mich noch länger. Wir kennen uns. Da hast du noch bei Eva gespielt. Richtig, 99 oder so haben wir uns, glaube Ja, ich, bei irgendeinem als Auftritt. wir in Nürnberg. Ja, genau, ich weiß es noch. Da haben wir dann Da auch habe ich wild mit dir gesungen. geflirtet, aber da warst du noch verheiratet Ach, oder hast gerade. du? Echt? Ja, das hast du wahrscheinlich nicht mitgekriegt, aber. Wahrscheinlich. Also, jetzt ist sie geschieden übrigens, ja? Also, nur zur Zum zweiten Mal Information, zum geschieden, zweiten muss man Mal. dazu Also, sagen. die Die nicht. Chancen stehen Du bist gut. schon wieder getrennt. Ja, ich habe mich schon wieder scheiden lassen. Du, ich heirate halt immer gleich. Ist ein bisschen blöd. Ich bin da auch ein bisschen unbelehrbar, Ach, glaube ich. das wusste ich jetzt nicht. Du bist immer noch verheiratet. Ich bin immer noch verheiratet Und da mit der hast du ersten auch mit Frau. der ersten Frau seit wie lang? Also wir sind jetzt zusammen seit 20 Jahren und verheiratet seit 10. Ja, siehst du, das heißt, da hast du irgendwie mit Humor, bist du da doch noch ein bisschen doch weitergekommen. Weil ohne Humor geht es ja nicht. Das Lachen klingt jetzt ein bisschen gequält. Also deine Frau hat nicht recht. Ich weiß nicht, ob Humor unsere Beziehung stärker ist. Macht die auch so Sachen wie du oder macht die was ganz Nee, anderes? die macht was komplett anderes. Okay, ja, Gott sei Dank. Sei froh. Das heißt, Haben du denn bist. deine Ex-Männer immer was Gleiches gemacht wie du da auch was Nee, anderes? nee, ja, so gemischt. Also der erste hat mit mir Impro gespielt, hat aber beruflich was anderes gemacht und der zweite, der hat, ja, der macht Seminare, aber auch anders. Also eigentlich doch sehr ähnliche Dinge. Aber es ja, ist eine längere Geschichte. Wie lange haben wir Zeit für unseren Podcast? Also bin ich Du jetzt hast der gesagt, du Interviewer musst oder weg, du? genau. Wir haben noch 23 Minuten, Ja, genau, also. wir haben noch 23 Minuten. Nee, genau, also wir kommen mal zurück zu deinem Humor. Wie siehst du, wie ist dein Humorbegriff? Also was ist für dich Humor? Weil das ist hier ganz unterschiedliche Arten von Humor, wie man Humor definiert. Wie Oh, definierst du das ist eine Humor? geile, das ist ja. Boah. Bei mir ist er, glaube ich, sehr situativ. Also, es ist immer, ich war letzte Woche mit meinem Regisseur essen, Matthias Messmer. Ich weiß nicht, ob er den kennt. Und der hat sich unglaublich darüber aufgeregt, dass man mit mir nicht proben kann. Also, ich überlege mir in meinem Kopf so das Grobkonzept. Und da habe ich schon einen Plan. Also, das ist nicht so, dass ich komplett blank auf die Bühne gehe. Aber dann passieren viele Sachen einfach im Moment, so wie jetzt mit euch, wo ich mir denke, okay, also es ist ja wirklich so, alle Zuhörer und Zuhörerinnen, klassischerweise wirklich so, alle Podcasts, die ich je gemacht habe, waren, man kommt um 18 Uhr an, wir waren um 18 Uhr verabredet, dann talkt man erstmal so 5 Minuten und dann sagt der Podcaster oder die Podcasterin, so, starten jetzt. Was bei Charlotte und Flo komplett anders Florian war. Ich heißt er, kam. genau. Ich wollte Entschuldigung, gerade sagen, Florian. überlegst du, nee, weil du gerade so bei Charlotte und Ich war das schon ist wieder bei einer Florian Ex. Schwarz. Ach, das ist das. Nee, ich Der. war in der Geschichte und ich komme da rein. Und das Erste ist, dass ich erst natürlich Florian sehe und denke, witzig, weil den mag ich wirklich. Der war wir waren gerade im November in einem Impro-Hotel. Und nee, wir waren da Jetzt gerade eben erst. Das erst. ist Wir der, waren eben wir erst. waren, und Jetzt Flo hat gerade, super ja. geile Feedbacks bekommen. Also der hat von einer unserer Mitarbeiterinnen war dabei, Jana, und Jana war total begeistert von Flo. Und es war total nett. Und dann bin ich gleich mit einem Gag eingestiegen, habe meine Kamera nicht angemacht und habe gesagt, oh Gott, Flo ist dabei. Dann hat Flo, weißt du, es war so total situative Komik. Und dann bist du dazugekommen. Und dann ging das irgendwie so weiter und dann kenne ich dich ja, dich und deine wunderbare Mutter von eurem provokativen Ansatz und dann hast du dann wieder so lustige, kritische Fragen gestellt und dann hast du gesagt, nee, wir sind schon mitten in der Aufnahme und das ist situative Komik Ja, gerade. aber deswegen ist ja auch gut, dass wir das heute so machen, weil der Flori sagte auch gleich, mit dem Ralf geht es gut. Ja, weil ich glaube, also so wie ich Ralf kenne, Ralf braucht zwar Struktur und Tabus und Ordnung, nur um es brechen zu können, ja. Deswegen gibt es das überhaupt, ja. Weil ich erlebe Ralf als die Anarchie auf zwei Beinen. Und das ist etwas, was dich ausmacht, ein Stück weit. Das ist das Situative, ja. Also Ralf ist extremst anarchisch. Ich erinnere dich an die Show, die wir gespielt haben beim letzten Impro-Hotel. Und die war ja. Ich habe nur Positives gehört. Da haben wir, wir haben, wir haben die, alle Trainer spielen am Schluss eine Show auf der Bühne für die Teilnehmer. Und Motto war Super Scene, das heißt, jeder Trainer, jede Trainerin stellt eine Szene vor und dann die Szene, die am meisten Applaus kriegt oder halt die am schlechtesten ist, fällt raus Da war Nika auch mit und so dabei, oder? weiter. Da war Nike mit dabei, Ja. genau. Und wir haben in dieser Show eigentlich komplett mit allen Regeln, mit allem, was die Teilnehmenden gelernt haben, komplett gebrochen. Wir haben alles sozusagen gebasht Geil. Ja, kaputt gemacht, was es eigentlich kaputt zu machen ging. Und es war einfach die, glaube ich, die geilste Show, die ich jemals gespielt habe. Die war einfach nur so lustig, Ne? weil sie so anarchisch war. Es Siehst war halt du? auch, es waren halt alle Leute, sich das Impro-Hotel baut halt total aufeinander auf.
Und wir mochten uns, also war das Trainerteam, also ich habe wirklich im Impro-Hotel, ich habe es mal über 120 bis 150 Trainer und Trainerinnen gehabt. Wirklich, weil wir jetzt 20, wir haben 90 oder 100 Impro-Hotels gemacht. Und ich hatte wirklich alle, auch weltweit. Also er hätte schon echt viele. Und es war so ein Trainerteam, das aber sich sofort total verstand. Und deswegen konntest du das. Also es war so, jeder war so total locker. Wir hatten vorher schon zwei Partys hinter uns. Oder diese legendäre also Schauparty. Ja. Nee, wir haben aber Dinge erlebt. Das Impro-Hotel baut wirklich aufeinander auf, halt so ein Konzept. Wo mit dem ersten Abend, wo ich noch nicht da war, aber wo Feuer war und dann lernen sich die Leute kennen, dann haben sie die Workshops und dann haben wir am Abend vorher diese Schaumparty gehabt, die einfach, das war meine erste Schaumparty und es war einfach meine auch. Unglaublich strange, ja. Es war einfach so, es waren wirklich 50 Kinder, die eskaliert sind. Aber gar nicht negativ. Also Eskalation ist für mich so ein positiver Begriff. Ja. Und das ist aber total positiv, waren wir in diesem Pool. Und erstmal haben alle im Pool getanzt, im leeren Pool. Und dann ging diese Schaumkanone los. Und ab dann war es nur noch... Boah. Und dann kam das große Schaumcatchen, das mich auch überrascht hat, weil ich gemerkt habe, was mit dem Schaum alles machen kann. Aber was habt ihr getan? Das finde ich schon interessant. Ja. Ihr deutet an. Das heißt, ihr wart immer nackt und habt alle miteinander gebügelt, oder? Nee, Sex gab's nicht. Nicht im Schwimmbad? Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen, ob es Sex im Schaum gab. Okay. Aber was Ralf gesagt hat, ist, wenn es eskaliert, das ist auch so typisch. Also Anarchie, Eskalation, das sind alles so diese Elemente, die Ralf braucht, damit es lustig wird, glaube ich. Und du hast vorhin gesagt, du brichst Tabus. Was sind? Und Rotwein, genau. Ist das Rotwein? Was sind Tabus für dich? Gibt es überhaupt noch Tabus? Also wenn du sagst, du brichst sie, dann hast du... Hast du gesagt, das habe ich gar nicht. Du hast es gesagt, genau. Aber hast du Tabus noch irgendwo, wo du sagst, da höre ich auf, da ist nicht lustig? Ja. Wo? Also Thema Diskriminierung. Also da bin ich schon, glaube ich, erwachsener geworden. Also ich glaube, da waren wir früher wilder. Da achten wir, keine Ahnung, Safe Space. Also gerade weil Flori, wie du ihn ja ansprichst, dabei ist. Also Thema Impro-Hotel Safe Space, Thema Mitarbeitende Safe Space, Thema, es gibt so bei den Impulspiloten so einen Begriff kontrollierte Eskalation. Und kontrollierte Eskalation nenne ich das halt, dass du dich in einem Safe Space ausleben kannst. Aber du musst dich immer wohlfühlen. Also ganz nach dem Impro-Grundsatz, inspire your partner. Also lass den anderen gut dastehen und fühl dich selber wohl. Ist dir das schon passiert, dass das nicht gelungen ist? Dass du gemerkt hast, oh, jetzt wird's brenzlig, jetzt muss ich einschreiten? Oder kannst du dich daran erinnern? Also ich hatte Mitspielende, die nicht gut waren. Die habe ich dann in die Ecke gespielt, wenn ich jetzt böse bin. Also da warst du nicht mehr Inspire Your Partner, sondern mach den anderen fertig, du Arsch. So. Nee, mach den anderen fertig ist nicht, aber die haben sich, gerade in der Impro-Szene finde ich, kommt es manchmal vor, dass du Leute hast, die sich für total geil halten, aber nicht sind und dann einfach nicht mitkommen. Und das brauchen sie so bei dir gar nicht probieren. Das soll geil sein. Ja, oder andersrum. Geiler. Ja. Ja, also du bist auch schon mal fertig gemacht, also niedergespielt worden, weil du anstrengend warst auf der Bühne? Schon lang, also das ist ewig lang bestimmt her. Ich kann mich nicht konkret dran erinnern. Nee. Also, das ist gut, das würde ich auch jetzt nicht sagen. Ich meine, ich spiele wirklich seit 30 Jahren Impro, also gar nicht mehr so viel, aber ich habe irgendwie 93 angefangen. Du hast dann irgendwann auf Bühnen, wie ihr wahrscheinlich, einfach schon alles erlebt oder halt im deutschsprachigen Raum hast du einfach schon viel erlebt und denkst, okay, da schockt mich halt nichts mehr, jetzt mal so ausgedrückt. Also hast du eigentlich keine Tabus mehr, also im Sinne von auf der Bühne, sondern das heißt, du kannst damit umgehen, wenn was passiert, was... Genau, kann ich mit wahnsinnig viel umgehen, wenn irgendwas schief geht. Also da ist auch schon wahnsinnig viel passiert. Ja, du hast ja auch in Corona, glaube ich, hast du ja voll auf online auch, du bist ja da voll, also noch viel mehr als andere. Also haben ja alle irgendwie, aber du hast es ja richtig ausgebaut und machst Riesenveranstaltungen. Ja, wir haben dann radikal angefangen. online und Hybrid zu machen oder digital und Hybrid. Wie ist es, wenn da was, also ich meine, du sagst radikal anfangen, du bist ein Macher, so höre ich das, höre ich raus. Wie ist es, wenn da was schief geht? Also ärgerst du dich? Verlierst du deinen Humor? Wann verlierst du deinen Humor? Ich glaube, das Publikum kriegt es nicht mit. Ich glaube, es kriegen mein Team mit. Also darüber haben wir auch letzte Woche total diskutiert, weil ich letztes Jahr so
ich bin in der German Speaker Association, der deutschsprachige Rednerverband, und bin da Vizepräsident und hatte letztes Jahr bei der Convention, oder eigentlich, nee, es war 2021, bei der Convention den Abschluss-Keynote. Und die habe ich nur für den Abend geschrieben, für meine Kollegen und Kolleginnen, es waren irgendwie 400 Kollegen und Kolleginnen da. Und da ging der Klicker irgendwann nicht mehr. Und zwar eine relativ, keine Ahnung, es war halt eine große Bühne, es waren halt 16 Meter. Und ich hatte diese Keynote nur für den Moment vorbereitet. Es war nicht meine Ralf-Keynote, die ich in- und auswendig und vorne und hinten kann, sondern nur für den Moment, für die Kollegen und Kolleginnen, und der Klicker ging nicht. Was ist ein Und Klicker? Was ist ein Klicker? Der für die Keynote. Okay. Und ich kannte auch die Technik-Jungs und ich mag die total. Und so, dann spielst du im Kopf, dann hältst du deine Keynote, dann spielst du im Kopf so durch. So, was machst du jetzt? Gott sei Dank stand mein Laptop auf der Bühne. Das heißt, ich bin aber immer über diese 16-Meter-Bühne gelaufen und habe die nächste Folie geklickt. Mich hat es wahnsinnig gemacht. Ich habe innerlich gekocht. Alle Kollegen und Kolleginnen, die da waren, das hat Ralf doch geprobt. Also das ist doch, das war doch, also das gehört doch zur Keynote dazu, weil ich habe über Scheitern geredet. Okay. Ralf schon wieder, ne? Und innerlich habe ich wirklich Mirja, Vaja und Matthias sozusagen in der Circle Impulsbildung und haben es total mitgekriegt. Alle anderen im Publikum, das war doch gepuppt, Ralf. Also das war doch klar, dass da du, nee, der Klicker hat funktioniert. Du wolltest uns nur zeigen, wie geil du bist. Das hat keiner gesagt. Das war doch total gepuppt. Und ich habe gekocht. Ich habe innerlich, habe aber gleichzeitig meine Keynote weitergehalten zum Thema, was stresst mich, das stresst mich. Ja, aber es ist doch geil, dass du nicht so wirkst. Also das ist ja pures Lust am Scheitern eigentlich, oder? Das stimmt. Pures Stay happy when you fail. Aber du warst nicht happy. Du warst nicht nee, stay happy. Überhaupt nicht. Stay angry when you fail. Ja, weil du ja total Lust hast, was Gutes zu machen. Ja. Und was war eine Folge? Es hat keiner gemerkt und dann war alles gut und es hat keinen, fand es sogar richtig gut und erzählen heute noch davon, dass es Absicht war. Ja, so ungefähr. Ja. Für mich ist es dann halt, was machst du das nächste Mal besser? Also wie gehst du jetzt damit um? Also, aber es keine ist Ahnung, geil, weil weißt wir hatten du, das geprobt. Ja. Nee, du. Ihr hattet das geprobt. Wir hatten das geprobt und ich war einfach nur genervt oder hat mich geärgert. Ja, aber es ist geil, dass selbst so ein alter Hase wie du sich davon ärgern lässt. Das ist schon cool. Klar, es ist, immer wenn es drauf ankommt, bist du ein Perfektionist? Ja, das ist, glaube ich, das, was Flori vorhin meinte, sozusagen. Ich bin eskalativ oder tabubrechend, wenn ich, weil es oft perfekt ist. Also weil wir halt ein wahnsinnig gutes Team haben. Also ich arbeite einfach gern mit guten Leuten. Das war, wenn wir jetzt auf die Impro-Show mit Florian wieder zurückkommen, ich weiß halt, dass dieses böses Wort Humankapital, mit dem ich da unterwegs war, Nicole, Olli, Florian und ich einfach vier gute Impro-Spieler sind. Es ist nicht so, dass ich da Schrott habe und immer Angst haben muss, einer kackt mir ab. Und das war total gut und damit kann es auch verrückt werden. Das weißt heißt, du, weil du wenn... ka- auf Ja, das heißt, wenn du jetzt jemanden dabei gehabt hättest, der verkacken hätte können, dann bist du gestresster. Dann bin ich vorsichtiger. Okay. Wobei ich auch sagen muss, dass du hast ja mit dann ziemlich schnell damit begonnen, die ganze Struktur zu brechen, ja. Du hast aber auch dazu eingeladen dann, ja. Ich glaube, Nicole, Olli und ich wären sicherlich nicht auf den Zug aufgesprungen, auf das Pferd aufgesprungen, dass du plötzlich da, wo du losgaloppiert bist. Also das war das gar nicht. Das waren wir alle gemeinsam. Ja, aber es braucht immer jemand, der einen dazu einlädt. Komm, nee, wir machen das jetzt anders. Wir machen das jetzt so und so. Mhm. Und dann wussten wir alle, wir dürfen. Wir haben die Erlaubnis, dass wir... Wir hatten vorher im Backstage so eine unglaublich verrückte Diskussion über wokes Impro-Spielen. Ja. Wo ich einfach sehr irritiert war. Weil es in der Impro-Szene, ich habe es noch nicht mitgekriegt, ein Trend gibt, dass man sich vorher sagt, was man alles nicht spielt. Ach, und es hat Scheiße. Mich unglaublich irritiert. Okay. Also weil sozusagen, schon, weil dieser gegen Impro ist, weil du hast schon so einen inneren Sensor dann, was du denkst, ja okay, dann zensiere ich mich ja. Oh Wo Gott. Darf ich dich anfassen? Oh ja? Gott, das also darf ich dich so anfassen? Darf ich dich küssen? In das kann man ja fast, damit kann man ja fast spielen. Das kann man ja fast. Also ja, das haben wir dann auch irgendwie eingebaut. Sehr gut. Also weil es gibt unter den jüngeren Kollegen und Kolleginnen wirklich das Thema, dass man vorher drüber spricht, was man nicht macht. Und das ist... Zungenküsse oder so zum Beispiel. Ja, und das ist so, mit mir kann man, ich habe halt wirklich alles schon gemacht. Ich bin irgendwann mal von Todde, mit dem ich bei der Steifen Brise 15 Jahre gespielt habe, als wir total frisch, also als ich frisch bei der Brise war 2001, wirklich auf den Mund mit Zunge geküsst worden. Und dann war es halt so. Also es hat sich dann halt ergeben. Oder es gab mal so eine Situation, da waren wir im Impro-Hotel auf Mallorca
Und mitten auf der Bühne hat mir Verena Lohner eine total geschätzte, wirklich eine gescheuert. Also Und das echt, ne? ganze, wirklich echt, die hat mir einfach eine geknallt. Und das ganze Publikum hat gelacht. Und Verena kam nachher in der Nachbesprechung auf mich zu und sagte, Ralf, sie hat sozusagen in ihrem Workshop kam irgendwann das Thema auf mich oder genau, weil, oder das Thema auf Körperlichkeit auf der Bühne. Und sie sagte, ich kann Ralf eine knallen und der wird weiterspielen und es wird ihn nicht irritieren. Also der wird das in die Szene einbauen. Und der ganze Workshop hat zu Verena gesagt, nee, auf keinen Fall, Ralf wird die Szene abbrechen oder irgendwas. Und wir haben diese Abschlussshow im Impro-Hotel gespielt und Verena hat mir wirklich eine gescheuert. Also in der Szene, also zwar erklärt, aber trotzdem Quatsch. Und ich habe halt in die Szene es eingebaut und weitergespielt. Und das Publikum hat getobt. Und nachher hat Verena gemeint, das hatte sie mit ihrem Workshop besprochen. Also sie hat gesagt, ich werde Ralf irgendwann eine scheuern und der wird ganz einfach weiterspielen, als wenn nichts gewesen wäre, Und so also war es im auch. Mit so einer Kontext. Backe hast du dann weitergespielt. Ja, es war jetzt nicht so, dass ich geblutet habe, aber es war schon ordentlich. Und das war halt, was wir diskutiert haben in der Vorbesprechung, sozusagen über Woke-Impro-Kollegen und Kolleginnen. Also, wo ich gerade seitdem echt viel am Nachdenken bin, wo das hingeht. Also, was ist, weil ich sowieso schon so viel im Kopf habe und dann muss ich gucken, wie gehe ich damit um. Also, Geht da wenn ich nicht auch jetzt in weiß, gewisser okay. Weise der Humor verloren irgendwann, wenn man da zu, Ja, es also wird ich dann finde sehr es. steif, oder? Ja, weil ich finde Bühne, da bin ich auch, Bühne muss alles dürfen, weil es Bühne ist. Also Thema, was jetzt gerade in der Gesellschaft, wo vieles auch Gutes ist, aber auf der Bühne kann ich noch zum Teil Klischee spielen, weil es Bühne ist, um Klischees sichtbar zu machen. Du, und jeder hat ja Klischees im Kopf. Ich meine, wir merken das bei Ja. unserer Arbeit ja auch. Wir arbeiten ja ganz Ja. viel mit Klischees und mit Ja. Globalisierungen. Man muss halt immer gucken, ist es wirklich meine Meinung oder ist es jetzt eben im, sage ich es nur, weil ich dem anderen helfen will oder weil es auf der Bühne eben so ein geschützter Rahmen ist. Ich finde, das muss man unterscheiden. Es wird ja oft alles in einen Topf geworfen. Und dann geht der Humor verloren. Dann wird nur noch so, das Ja, nehme ich und an. Bühne ist halt Bühne. Also ich finde, auf Ja. der Bühne darf man wahnsinnig viel. Also auf Ja. der Bühne, ich weiß, ich kann mich noch an eine uralte, auch mit Verena, ich mit Verena geniale Shows gespielt. Ich habe mit Verena mal vor Jahren, so wirklich 20 Jahre wahrscheinlich, in Freiburg eine Show gespielt, wo wir Eva Braun und Adolf Hitler gespielt haben. Und wie wir draufgekommen sind, warum die SA braune Uniformen hatte. Und ich war damals Adolf Hitler und Verena war Eva Braun und sie hat mir immer Schokoladenpudding gemacht. Und den habe ich dann irgendwann auf mein weißes Hemd gekleckert und dann hat mir das so gut gefallen und dann haben wir beschlossen, dass die SA braune Uniformen bekommt. Also, und. Das ist, da war die aber modern, weil in Deutschland war das, also ich meine, inzwischen, jetzt geht es vielleicht schon wieder nicht mehr, aber es gab so Slots, wo man das dann irgendwann mal machen konnte. Ich kenne das aus Kanada. Ich war am Loose Moose Theater mal in der Summer School, da haben die das permanent gemacht. Die wussten, vor allem wenn sie wussten, dass Deutsche wie wir im Publikum sitzen, die haben nur noch Nazi-Szenen gespielt, aber es war okay. Und da habe ich nur gedacht, oh Gott, das wird bei uns nicht gehen. Aber du machst es trotzdem. Also wir haben es damals ganz viel gemacht. Wir bei Auch Eva auch, ja. bei Also Eva haben wir es auch genau, gemacht. das stimmt Auch, damals, ja. Wenn ja. ich halt, also deswegen, es gab mal so eine andere, ich war auf einem Würzburg-Festival und da war ein amerikanischer Trainer und ich habe immer schon gern politischer gespielt und es ist auch schon wieder 5 oder 10 Jahre her, der Workshop. Und habe dann mit einem Mitspieler eine sehr politische Szene gespielt, über links und rechts und bla 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 bla. Und nachher nahm mich der Trainer zur Seite und sagte, ja, Ralf, bring deinen Kollegen nicht so in Stress. Und ich habe den angeguckt und meinte, was will der jetzt von mir? Das ist ja gerade das Witzige an Impro. Aber da merkt man natürlich auch, wie gut sind Kollegen oder Kolleginnen, also wie War der fit dann im sind. Stress? War der im Stress? Ja, das hat ihn Schon. überfordert. Ach so, weil es politisch nicht korrekt oder weil es irgendwie Ja, nee, so. weil er, glaube ich, auch überhaupt keine Ahnung hatte, was politisch gerade abgeht. Ach Also, so, okay. es war jetzt nicht Deep Shit, aber es war keine Ahnung, wo man schon Zeitung lesen sollte. Und das tust du. Mehr oder weniger. Man sollte über die allgemeinen, also als Impro-Spieler oder als Bühnenmensch sollte man über die allgemeinen Trends in der Gesellschaft auch politisch informiert sein. Ja, sonst kannst du auch keine Witze drüber machen. Genau. Richtig. Und so gewinnt das Spiel an Relevanz natürlich, ja. Ja, Dann spielst du absolut, nicht einfach absolut. Dann irgendeine wird es nicht Szene, so sondern oberflächlich. ja. Wie findest du das? Also, wenn du sagst Humor, ich habe so ein bisschen verstanden, was du mit Humor, was du unter Humor verstehst. Aber wenn du sagst, du bist auch politisch, wie weit gehst du da? Also politisch und auch eben, du hast da schon Tabus und passt ein bisschen mehr auf vielleicht inzwischen, aber
Irgendwie auch ja nicht, oder? Also ich meine, wie machst du das? Ne, das kommt auf die Rolle an. Also ich glaube, als Moderator bin ich relativ wenig politisch. Ich habe, sagen wir mal, mein Wertekonzept. Ja. Ich werde, umso älter ich werde, werde ich konservativer, mag ich gerade. So wie die meisten, ja. Du bist ein Bist halt ein spießiger alter Sack, oder? Ich meine, wie alt bist du jetzt? Bürger. 47. Ja, ich auch. Okay, wir sind gleich alt. Nee, ich bin 48. Ich bin ja älter. Scheiße, ich bin 48. Du bist auch Doktor. Ich habe jetzt noch ein Ja, Jahr Zeit, stimmt. meinen Doktor zu Ja, machen. siehst du, beeil dich mal. Dann bist du Jahrgang 76. Ich bin 75. Ich bin im Oh, ich Dezember, habe ich auch. Ah ja, Geburtstag. dann hast du, okay, ich Aber hatte du schon. wahrscheinlich. Ich habe im März gehabt. Genau. Also ich Nee. wäre konservativer. Ich habe halt so ein klares Wertekonzept oder ein Ja. relativ klares Wertekonzept. Nämlich? Ich sage immer, ich bin linksliberal. Linksliberal. Ja, es ist ja oft so, dass man, ich meine, warst du dann als, manchmal ist man ja in der Jugend, ist man dann zum Beispiel ganz links oder, und dann wird man später eher konservativer, ganz rechts zum Genau, Beispiel. Habe ich alles schon erlebt. Das heißt, du bist dir da doch einigermaßen treu geblieben oder warst du früher rechts, so mit 20 und bist jetzt nee, links? rechts war ich Nee, nie. nee. Nee, ich war auch nie richtig links. Ich war immer meiner Meinung nach immer mehr in der Mitte. Ich mag diesen Satz total. Ich weiß, kann ich, wer mit 20 nicht links ist, hat kein Herz und wer mit 30 noch links ist, hat keinen Verstand. Kennt ihr den? Ja, Nein, der doch, da, ich ich kannte habe den den schon nicht. mal gehört, aber ich hatte ihn Der vergessen. geht, also ich glaube, der geht, wer mit 20 kein Kommunist ist, hat kein Herz und wer mit 30 noch Kommunist ist, hat keinen Verstand. Gut. Das heißt, du Den finde bist, ich, den Satz mag ich. den finde ich auch gut. Und du bist aber dann eigentlich links geblieben. Das heißt, wo bist du denn konservativer geworden? Oh, ich bin, oh, jetzt wird's hart. Ich bin in einigen Themen konservativ, ich bin in sehr vielen Themen konservativer geworden. Zum Beispiel? Wirtschaftspolitik bin ich konservativer geworden. Das heißt, du bist jetzt kapitalistischer als früher. Ich bin kapitalistischer als früher. Ist ja auch verbreitet. Vor allem, wenn man mehr Geld hat, dass man kapitalistischer wird. Aber auch das, Ich weiß gar auch. nicht, ob ich mehr Geld habe. Ich bin nur Unternehmer mehr. Also ich habe jetzt einfach Ja. Mitarbeitende. Ja. Früher war ich immer irgendwie nur für mich allein verantwortlich. Irgendwann kam dann meine Familie dazu und jetzt sind wir bei den Impulspiloten einfach 10 Menschen. Die, wo du im Und ich Geschäft mag, bist. Gro wir sind zu zweit. Also wir sind 3 Leute in der Geschäftsführung und 2 Leute sind Gesellschafter. Und ich bin total überzeugter Europäer. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt da, ich liebe dieses Konzept von Europa. Ich finde manche Entscheidungen gerade ziemlich dämlich. Möchtest, du musst nicht sagen, welche, aber wir Nee, können die werde ich das, auch nicht sagen, weil. wir lassen das jetzt mal so im Raum stehen. Da Ja. verlierst du bestimmt sonst auch deinen Humor. Also wo verlierst du da deinen Humor? Du hast gesagt, also jetzt bei solchen Sachen, regt dich das dann richtig auf? Kannst du dich so richtig aufregen? Also dass du sagst, wo Ja. du, ja, bei was? Also wo ist es politisch und wo noch? Ja, manche Entscheidungen von, also manche Entscheidungen der Regierung gehen mir wahnsinnig auf die Nerven. Die Dummheit von Menschen. Manchmal ärgere ich mich auch über mich selber und kann das dann aber, dann komme ich da nicht aus dieser Ralf-Falle raus. Wo hast du dich das letzte Mal bei dich selber geärgert? 100 Stunden. Vor einer Stunde, was war da? Dieser Tag ist heute unglaublich wild. Es sind halt so, es ist so, das ist halt so ein Unternehmerding. Es ist wirklich so, du hast diesen Tag und es passiert halt irgendwie alle möglicher Schrott. Und dann denkst du immer, ach, was soll denn? Und dann kommt das noch dazu. Und dann bist du halt, manchmal bin ich einfach nicht entspannt. Aber du magst nicht, kannst es nicht konkretisieren, was es genau war. Sonst würdest du Leute dissen und ghosten und in die Pfanne hauen. Wieso? Ich rege mich dann über Entscheidungen, das wird dann wirklich sehr, weil den Ja. Podcast hören ja auch viele Menschen Ja. oder manche Menschen. Ich rege mich dann einfach über Entscheidungen auf, die es unternehmerisch gibt, die Quatsch Die sind. quatschen sehr. Also so wie du dich über Thema Politik. Digitalisierung in Okay. Deutschland. Ja, gut, verstehe Das ich. ist ein Hardcore-Thema, Ist ein ja. Hardcore-Thema, da könnte man eine eigene Folge draus machen. Aber da geht dir dann der Humor flöten, oder? In solchen Situationen. Oh Gott, jetzt hören wir die Ja, Hand. also weil es einfach Dinge sind, die aus Unternehmersicht es unglaublich schwer machen, eine Firma hier zu führen, wo ich mir denke, dann halt nicht, aber dann machst du immer doch weiter. Die Zeit läuft schon. Die Zeit läuft. Musst du aber weglaufen? Oder was hast du gesagt? Ich quatsche, ich sag euch schon Bescheid, wenn ich raus Okay. muss. Ihr müsst sagen, wie lange ihr wollt. Wir können machen. Wir machen Ja, das eine halbe, dreiviertel Stunde. wir haben noch ein Coaching dann, ne? Wir müssen Ja, um dann, 7 haben wir schon ja. Coaching. Aber Andere ich finde, Frage. Musik wäre noch schön, Ja, aber wenn andere du jetzt schon Frage mal noch, da andere Frage bist. noch. Also, wo schmeißt du dich weg? Also was bringt dich am meisten zu lachen? Also,
Was brauchst du, wo du sagst, ja, das ist, da schmeiße ich mich hinter den Zug, in den Schotter rein. Hinter den Zug. Ja, vorhin Zug ja nicht. Ich schmeiße mich gerade an die Wand, wenn das und das passiert. Boah, das ist eine, ich lache gar nicht so oft. Das ist nicht so witzig. Was für eine Art von Comedy magst du denn? Also bist du eher so Loriot? Okay, bist du Na, eher ich habe vor Loriot? kurzem, also was ich vor kurzem wieder gemacht habe, ich habe vor kurzem wieder Mittermeier gehört. Ja. Also den fand ich, da habe ich vor kurzem mich wieder bei Mittermeier gelandet und den fand ich gerade echt witzig. Also ich finde die Art, wie er Humor baut, ziemlich geil. Also der hat halt unglaublich schnelle Sachen. Also dieses, ich habe sein aller neuestes Programm gehört und sein ältestes gehört. Den finde ich auch politisch gar nicht so schlecht teilweise, was der so raushaut. Denn der, ein paar Sachen fand ich ganz gut. Also auf einer Seite dieses Tapped, was ja irgendwie 97 rauskam, was einfach meine totale Jugend war. Das Programm ist schon ziemlich gut. Der baut halt permanent Running Gags. Den fand ich ganz witzig. Den fand ich, und dann lese ich total viel. Gerade lese ich T.C. Boyle. Grüne, ich lese eigentlich immer 5 Bücher gleichzeitig. Okay. Im Ja, T.C. Boyle Augenblick ist lese ich. cool. Was liest du von dem gerade? Grün ist die Hoffnung, lese ich gerade von ihm. Das Kennt kenne ich ihr nicht. das? Ich habe Drop City, habe ich gelesen, das letzte, glaube ich, von ihm. Also es ist schon älter. Und das Grün ist die Hoffnung ist auch uralt von 1980. Das sind so 3 Typen, die Gras anbauen und es geht alles schief, was schief gehen Der hat kann. immer so Hippie-Geschichten. Ja, genau. Herrlich. Und worüber lachst du noch? Lachst du über Clowns? Nein, ich hasse Clowns. Alle oder gibt es Ausnahmen? Alle. Also Alle. Olli ist auch der einzige Clown-Freund, den ich habe. Also Ich dann finde ist auch, es dass du sagst. eher politische Sachen, die du lustig, also politisches Kabarett oder eben der Mittermeier ist ja auch politisch in gewisser Weise. Der Harder dann, den magst du bestimmt auch, oder? Ja, Harder finde ich gut. Genau. Harder finde ich gut. Wollt Ja. ihr jetzt Comedians? Ich gucke, also wirklich, weiß ich nicht. Also, nee, habe ich Nee. keinen so. Nee. Also du Habt lachst ihr nicht. Comedians? Ich lache nicht. Schwierig. Du lachst nicht. Du bist privat auch nicht so richtig lustig. Nee. Also eigentlich Ich habe lustige T-Shirts an. Das ist das ja, Positive der hier. trägt lustige Sachen, Du ja. bringst eigentlich nur andere zum Lachen. Ja. Du versuchst es auf jeden Fall und Nein, scheiterst keine, es manchmal. sind wirklich so Situationen. Es gab, obwohl, oh Gott, jetzt muss ich gucken, wie kriege ich das formuliert, ohne dass ich zu viele Leute. Also, was ein legendärer Abend, was ein sehr lustiger Abend war, war Impro-Hotel im November. Letztes Jahr. Letztes Jahr. Die Aftershow-Party im Zimmer von Sascha. Die ist so abgedreht. Da habe ich sehr viel gelacht. Wir wollen jetzt nicht die Aber Details, weil das sonst muss wird es legendär wahrscheinlich, gewesen sein, sogar ich habe davon sonst machen wir gehört. noch Ehen kaputt oder so, Ja. wer weiß, Die war irgendwie, was passiert. weil es so skurril wurde. Oder es gab, oder ja, obwohl Impro-Hotel gab es auch einfach so Abende, die einfach so skurril wurden. Flo, du warst auch mal mit auf Mallorca, oder? Nee, noch nicht. Ach, du warst noch nie mit, gut, dann Noch kommst du nicht. mal mit. Da gab es halt so Abende, die einfach so skurril wurden. Und Mallorca hat so einen Rhythmus zum Beispiel. Und wir waren, der Abend ist ja immer der Rhythmus, ist, die Workshops sind bis 7:30, dann gibt es um 8 Essen, bis 10, dann spielt eine Band oder wir haben irgendwas. Dann gehen wir schwimmen, oft noch um 12. Und dann kommen wir so um 1 zurück und das ist so eine Horde von 30 Leuten. Und dann irgendwann gab es dann den Moment, wo wir sagten, okay, wir waren alle noch so aufgedreht, was machen wir jetzt? Und das Hotel auf Mallorca hat einfach eine Toilette im Keller. Da gehst du so einen Gang runter und dann ist so eine Toilette. Und dann haben wir angefangen, da Disco zu machen. Und In ich der habe dann da Toilette. Techno, ja, und ich habe dann da Techno aufgelegt. Und es wurde immer verrückter. Also das war dann so, da gibt es noch Videos, das wurde immer verrückter. Und es war dann The Illegal Toilet Club. Den haben wir dann wirklich dreimal die Woche gemacht. Geil. Und weil das war so skurril, also alle, die dabei waren, ich war heute noch drauf angesprochen, die auch in der Impro-Tel-Gruppe sind, das war, weil so, ich hatte da, wir hatten dann Strobolicht, eine Nebelmaschine, eine große Box und Ralf, der aufgelegt hat. Und es wurde einfach, es verrückt. Ich kenne die Videos, ja. Die waren wirklich Ja, crazy, ja. es gibt. Aber dann ist Humor für dich auch irgendwas Skurriles, oder? Es hat auch was Ja. mit schrägen, skurrilen. Wenn Dinge passieren, mit denen Ja. man nicht, keine Ahnung, die Show, wo Flo dabei war, oder Florian, war, ich habe dann irgendwann, also so dieses, letztendlich ist es ja Brechen. Es ist Ja.
Nicole hat eine Kaiserin gespielt als Beispiel. Und ich habe sie angeschrien, wie schlecht sie spielt. In dieser Show, die so witzig Mitten in dieser war. Show, Ja, weißt du, es okay. waren halt lauter so Dinge. Also es sind halt letztendlich, irgendwer Impro fängt jemand an und Nicole kommt und spielt diese Kaiserin und ich schreie sie an, sage, das ist ja totale Schrott, was sie spielt. Ich habe mir sowas Cooles überlegt, so geht es gar nicht, sie soll nochmal von Neuem anfangen. Sehr Das sind halt geil. so Impro-Dinge. Ja. Ja, aber das ist diese Brüche, die du wahrscheinlich auch Ja, ja, meintest am ja. Anfang, genau. Ja. Ja, super. Möchtest du noch was loswerden, Ralf? Ich Wolltest du das? hatte Spaß gerade mit euch. Es muss die Welt jetzt noch wissen. Das habe ich noch nicht gesagt und es ist mir super wichtig. Gibt es noch irgendwas? Es war eines der witzigsten Interviews, die ich je hatte mit euch beiden. Vor allem, es war so anders. Also, was so funktioniert Humor. Also, Ja. das ist wirklich, wenn ihr die Zuschauenden, die Zuhörenden, wenn ihr was mitnehmt, es ist der totale Bruch, weil Charlotte und Florian sofort anfangen, ohne Warm-up. Das ist so geil. Und dann so, es wird jetzt nicht geschnitten. Das ist total Schön. witzig, dass Charlotte immer so Sachen reinhaut. Ich meine, das ist ja, da bist du ja Expertin drin, Thema provokative Therapie, wie hier mein Rotwein, der Johannisbeersaft ist, Ach so. in dieser Karaffe. Das Problem ist, die Karaffe sieht nur auch aus wie Rotwein. Desillusionier uns nicht, es ist Oh Rotwein. Mensch, es ist Ich Rotwein, Ralf. liebe Sag es Rotwein. Ich nicht, muss gleich sonst noch ist es. Auto fahren. Ach Ich muss gleich, so. ich habe, glaube ich, um 19 Uhr einen Termin. Ich kann mich jetzt nicht hier abschießen. Sonst wäre es Rotwein. Nee, mit Rotwein fange ich. Ich mag überhaupt keinen Rotwein. Also, Nee, das ist okay. so. Nee, aber Genau. du weißt doch, wir haben dich jetzt unterbrochen. Das heißt, genau, Genau, du ich bin wolltest jetzt auf irgendwas unterbrochen, aber es Wichtiges ist okay. sagen. Ist okay. Das hast du auch vergessen, was du zu Ende sagen wolltest, oder? Das macht aber Doch, nichts. guter Komm. Humor funktioniert für mich damit, dass unerwartete Dinge passieren. Und das habt ihr heute wunderbar Sehr gut. gezeigt. Mega. Dass wir sogar dich noch aus der, ein bisschen aus der Fassung bringen. Das ist. Yes, joy! Es war uns eine Freude, Ralf. Wunderbar, Epochal, wie dass geht du es da mal? warst. Epochal. Was ist eigentlich dieses Ding da, was für euch da hängt? Da hängt sowas für euch. Wo hängt So ein es? Das Halbkreis. hier? Ach, Ja, das ist das ist ein Mikro, das ist ein Mikro. Bruder Das ist ein Mikro. Gurt. Das ist Das der ist nur Spuckschutz. ein Ja. Spuckschutz, Ah ja, genau. okay. Der hängt ins Bild. Man könnte es auch Okay. so machen, da sieht man sich, aber dann sind wir irgendwie. Ja, es ist Und ein Flo hat ein bisschen. Klavier da, oder was? Ja. So, das war's dann auch. Geil. Wir haben nicht mal gesungen heute Ja, schon. nicht mal das. Hat sich nicht ergeben. Ja, Wir improvisieren es halt ist einfach. Impro pur, Ja, hilft Impro nichts. pur. Dankeschön, Danke, dass Ralf. du dabei warst und Bitteschön. schönen Abend noch und bis bald hoffentlich mal. Vielleicht auch mal Tschüss. live. Wir haben uns letztes Mal, glaube ich, vor Jahren in Berlin gesehen, auf dem Wir haben Kongress. uns in Berlin gesehen, Genau. 2019, bei einem Trainerkongress. Genau, stimmt, mit der Eva zusammen. Yes. Tschüss. Tschüss. Tschüss.